Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Learn to Xcode, iOS Programmierung für Einsteiger. Und in diesem Video wollen wir uns anschauen, wie ihr in eure App einbauen könnt, um anzuzeigen, welche Apps ihr noch im App Store habt. Sieht also dann so aus: Hier haben wir einen Table View, der lädt dann diese Daten direkt von iTunes und holt sich also die Informationen über eure Apps mit Name, mit Version und Preis. Und wenn man da dann draufklickt, dann wird sich also auf eurem Gerät iTunes öffnen und direkt zu dieser App hinwechseln. Funktioniert jetzt hier nicht, weil auf dem Simulator iTunes nicht drauf ist. Deswegen sagt er hier, Seite kann nicht geöffnet werden. Auf eurem Gerät wird es aber funktionieren. Und wie das Ganze also jetzt dann funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. So, dazu erstellen wir uns ein neues Projekt als Single View Application, nennen das Ganze meine Apps, klicken auf Next und Create. Dann wechseln wir hier in das Storyboard rein und löschen hier direkt mal diesen View Controller einfach weg, ebenso diese beiden Dateien ViewController.h und .m move to trash. Wir brauchen hier für unser Beispiel einfach nur einen TableView-Controller. Dann haben wir hier die Zelle und die bekommt einen Reuse-Identifier Cell und wird Subtitle sein. Also hier einfach nur diese Zeile und der Untertitel. Dann sind wir hier auch schon fast fertig. Wir machen noch eine Klasse dazu, also rechte Maustaste New File, Objective-C Class, UI Table View Controller und wir nennen die einfach nur Apps Table View Controller. Next und Create. Dann müssen wir natürlich im Storyboard unserem Table View Controller hier sagen, dass er hier eine Klasse hat. Dazu also in den Identity Inspector wechseln und Apps Table View Controller anwählen. Schon sind wir hier fertig und dann können wir jetzt direkt auch hier weitermachen in der Apps Table View Controller.m. Und was brauchen wir jetzt? Wir brauchen zum einen, machen wir mal Folgendes. Fügen wir hier nochmal das Quartz Framework gleich mit ein. Wir werden es dann später dann noch brauchen, um unser abgerundetes App-Icon ein bisschen anzuzeigen. Dazu holen wir uns also das Quartz Framework rein. Wir wechseln also hier oben auf unser Projekt. Scrollen runter und dann haben wir hier die Frameworks. Können wir hier auf Plus klicken und jetzt sagen wir hier, wir hätten gerne das Quartz Core Framework hinzufügen, dann ist es hier mit drin, erscheint dann in unserem Navigator hier oben und dann können wir das einfach runterziehen und in die Frameworks reinschieben und fallen lassen. Wunderbar, dann ist es gleich aufgeräumt. Jetzt aber rein in die Apps Table View Controller.m und da können wir natürlich dieses Quartz Framework uns gleich importieren, hier mit den Spitzenklammern und Quartz Core. Und jetzt steht uns das auch zur Verfügung. Ja, dann schauen wir weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Property und zwar eine Property Non-Atomic Strong. Und das wird sein ein NS Mutable Array. Und da kommen unsere Ergebnisse rein, die wir uns hier von Apple holen. Und das wird eine JSON-Datei sein, die wir da bekommen. Und die Ergebnisse sind also, an denen wir interessiert sind, liegen in einem Array. Und nennen wir das ganz einfach JSON Results. Da haben wir also hier dann letztendlich unsere Ergebnisse dann drin. Also die werden dann einzelne Dictionaries sein, die in einem Array liegen. Und das sind unsere Ergebnisse. Gut, wunderbar. Dann machen wir weiter und gehen in die ViewDidLoad. Können wir also hier dann löschen. Und dann müssen wir als allererstes natürlich mal die Daten uns holen. Dazu brauchen wir die URL dazu und die habe ich mir jetzt einfach schon mal kopiert und die können wir uns jetzt auch mal angucken. Wenn wir hier reingehen, haben wir hier also diese iTunes Apple.com Search Term
Und hier habe ich jetzt den Autorennamen, ist jetzt von mir. Entity Software, Attribut ist Software Developer, Country.de. Und wenn wir das jetzt dann hier ausführen, dann bekommen wir hier diese JSON-Datei. Also das ist der Rückgabewert. Und das ist also ein Dictionary. Und in diesem Dictionary haben wir jetzt dann verschiedene Werte drin, unter anderem hier Results, das sind die Ergebnisse und das ist ein Array, sieht man hier an der eckigen Klammer. Und das ist unser Results Array, an dem wir dann letztendlich interessiert sind. Und diese Datei hier, die lesen wir jetzt dann aus, diese Daten, und holen uns aus diesen einzelnen Dictionaries, die hier in diesem Array drin liegen, einfach nur die Daten raus. Hier zum Beispiel Artist Name ist jetzt ein Key. Price ist ein Key, Version ist ein Key und das können wir uns aus dem jeweiligen Dictionary einfach dann rausziehen. Okay, dann wissen wir also schon mal, das ist die URL dazu und da können wir uns auch hier das Ganze definieren. Dann machen wir also hier mal ein Define-Makro und nennen das KJSON-URL. Und dabei handelt es sich um eine NS URL, URL with String. Und da fügen wir jetzt den String hier ein. Dann hier noch die eckige Klammer zu. Dann sind wir hier fertig. Dann können wir uns nämlich das ganze Teil einfach mit diesem Makro dann dahin holen, wo wir es dann auch letztendlich dann brauchen. Und das Ganze soll im Hintergrund stattfinden, also machen wir uns eine Background Queue, also ein bisschen mit dem Grand Central Dispatch arbeiten. Dazu holen wir uns dann einfach noch ein zweites Makro, das habe ich mir jetzt schon mal vorbereitet und fügen das einfach nur hier ein. Das ist also ein Hintergrundthread. Dispatch Get Global Queue und da holen wir uns also einen Queue, den wir dann also im Hintergrund laufen lassen. Also das ist so das Grand Central Dispatch eine Geschichte. Können wir auch mal ein Video dazu machen. Aber wichtig ist erstmal nur zu wissen, hier das ist ein Queue und den wollen wir dann im Hintergrund ausführen. Priority ist Default. Und das werden wir jetzt hier im View did load dazu nutzen, dass wir eben diese JSON-Datei, also diese Daten, uns im Hintergrund dann einfach holen. Und das machen wir, indem wir jetzt hier sagen, Dispatch async. Dann bauen wir das hier. Und dann haben wir jetzt also unsere Background Queue. Und hier ist dann der Block, der dann im Hintergrund dann ausgeführt werden soll. Und im Hintergrund ausführen wollen wir also die Daten. Also haben wir NS Data. Und dabei handelt es sich um NS Data. Und zwar Data with Contents of URL. Und das ist unsere JSON-URL. Also letztendlich dann hier oben, was wir hier drin stehen haben, diese NS-URL-Geschichte. Die wird also dann hier eingefügt. Und jetzt müssen wir natürlich, nachdem wir das dann hier reingeholt haben, wieder zurück in den Main-Thread und dort dann diese NS-JSON-Serialization ausführen. Das machen wir in der eigenen Methode. Also dann gehen wir her und sagen self perform selector on main thread. Selector on main thread. Hier. Und diesen Selector, das wird sein fetched data. Müssen wir noch schreiben. Mit dem Object data. Wait until done. Yes. Und das war's in der View did load. Also das heißt, wir werden jetzt hier im Hintergrund auf unserer Queue, die wir hier oben angegeben haben, asynchron im Hintergrund also diese Daten uns hier holen und dann auf dem Main-Thread hier diese Daten dann auswerten. So, dazu werden wir uns also eine Methode
schreiben, und zwar die Methode fetched data, void fetched data, und die nimmt natürlich an unsere NS data, die wir ja hier übergeben möchten, und das ist unsere response data. Da kann natürlich dann, wenn wir jetzt hier diese NSJSON Serialization dann durchführen, da kann was schief gehen und deswegen gibt es ein NS Error, schreiben wir da auch rein. Und wie wir gesehen haben, das Ganze ist ja, wenn wir uns hier nochmal zurückbegeben, hier, das Ganze ist ein Dictionary und dieses Dictionary müssen wir also jetzt dann auch entsprechend nutzen. Das heißt, wir bekommen ein NS Dictionary und das ist, nennen wir jetzt einfach mal JSON, und das ist NS JSON Serialization, also diese JSON Datei, die wir bekommen, müssen wir jetzt realisieren und schreiben dann das, was wir da bekommen, in ein Dictionary rein. Und da gibt es JSON Object with Data und die Data ist die Response Data. Das ist ja die, die wir uns hier oben geholt haben und dann hier übergeben haben. Also das ist jetzt diese Datei und die haben wir jetzt dann hier drin. Options haben wir dann K-Nil Options und Error ist natürlich klar, wenn was schief geht, dann hier in Error reinschreiben. Könnten wir jetzt also dann ausführen, beziehungsweise wenn jetzt hier ein Error auftritt, ein Fehler, dann können wir den auswerten. Lassen wir jetzt hier einfach mal bleiben. Könnt ihr ja dann machen und dann sagen, hier, wenn Fehler aufgetreten, dann gebe ich eine Nachricht aus. Ansonsten haben wir ja unsere JSON Results und die sind jetzt aus diesem Dictionary JSON das Object for key results. Schauen wir noch mal rein. Hier haben wir results. Das ist das Objekt, an dem wir interessiert sind. Und da haben wir also jetzt die Ergebnisse drin. So. Und das ist ja ein Array und deswegen JSON results haben wir hier oben festgelegt, ist ein Array. So, jetzt haben wir also dieses Array drin und dieses Array enthält jetzt die einzelnen Dictionaries der einzelnen Apps, die wir im App Store haben. So, haben wir da und dann können wir auch den Table reloaden, also self table view reload data. Und jetzt müssen wir hier noch ein paar Sachen angeben. Number of sections in table view. Das löschen wir weg und wir haben nur eine Section, können wir hier ganz bequem angeben. 1. Dann müssen wir noch angeben die Number of Rows in Section. Ja, und da brauchen wir natürlich jetzt nur unser JSON Results Array zählen. Also sagen wir self.jsonResults.count. Dann haben wir also die Anzahl der Apps, die da tatsächlich dann auch drin sind. Und dann haben wir hier schon self-rowed-index-path, bisschen was passen wir noch an, und zwar werden wir noch sagen table-view, und da gibt es eine Methode, um die Höhe ein bisschen anzupassen, height-for-rowed-index-path, hier haben wir die, da können wir die Höhe dann noch ein bisschen anpassen und da geben wir einfach 70 zurück und dann ist die einfach 70 hoch. So, hier unten, das können wir alles weglöschen, das brauchen wir jetzt hier nicht. Was wir aber brauchen, ist die didSelectRowIndexPath. Allerdings können wir das auch hier rausnehmen. So, configure the cell. Also, dann geht's mal los. Was brauchen wir? Wir brauchen ein NS-Dictionary. Und dieses Dictionary soll ja ganz einfach die Daten der App enthalten für die jeweils angezeigte Zeile im Moment. Also, das ist also ein App-Dictionary. Und das ist aus unseren JSON Results das Object at Index, IndexPath.row.
So, also für die erste Zeile ist es dann index_path.row, das wäre dann 0 und das Object at index 0 in unserem JSON-Results-Array ist jetzt dann das Dictionary mit der ersten App für diese jeweilige Zeile. Also dann haben wir dieses Dictionary und jetzt müssen wir aus diesem Dictionary uns die Daten rausholen. Da haben wir ja schon gesagt, wenn wir da reingucken jetzt so in die erste App, gibt es also die verschiedensten Keys, wie zum Beispiel Price und Version und dann können wir uns die ganz einfach rausziehen. Also dann machen wir das und das machen wir jetzt NS String und das ist die Version. Und die Version ist aus diesem App Dictionary das Object for Key. Die Version hat es geheißen. Und dann haben wir noch den Preis, ist auch ein NS-String, nennen wir Preis, auch aus diesem Dictionary, aber diesmal das Object for Key Price. Dann brauchen wir noch das Bild des App-Icons. Da können wir also auch nachschauen. Muss man hier ein bisschen suchen. Das sind also diese verschiedensten URLs drin. Was wir brauchen, ist ein Logo mit der Größe 60. Ja, mal schauen. Artist View URL. Da haben wir auf jeden Fall schon mal dann die URL, wo wir nachher hin möchten. Description wäre die Beschreibung der ganzen Geschichte. Jawohl, haben wir alles da. Was brauchen wir jetzt dann noch? Screenshots URL. Ah, da ist schon massig was drin. Artwork URL 60. Hier. Das ist also das, was wir brauchen. Kopieren wir uns also raus. Gehen wir hier rein und holen uns also die NS URL und das ist die Image URL, sage ich jetzt einfach mal, oder App Logo URL kann man nennen, wie man möchte, ist eine NS URL und zwar eine URL with String und den String bekommen wir wieder aus unserem App Dictionary und das war, haben wir uns gerade rausgesucht, das Object For Key Artwork URL. So, und dann haben wir die nämlich hier drin. Hier mal noch ein Anführungszeichen rein. Jetzt haben wir die Image URL. NS Data. Jetzt müssen wir das Ganze uns natürlich auch noch holen. Das ist dann die Image Data. So nennen wir das jetzt einfach mal. Und das ist ein NS Data. Data with contents of URL und die haben wir uns gerade geholt, das ist die Image URL und das UI Image dazu, das ist dann unser App-Icon. Und dieses App-Icon ist ein UI Image und zwar ein Image with Data und zwar die Image. Habe ich hier Date geschrieben? Data. Image. Data. So, Image-Datum wäre ja Quatsch. Jetzt haben wir also die wichtigen Informationen, die wir wollen. Wir haben die Version, wir haben den Preis und wir haben das Logo. Ach ja, genau, es fehlt jetzt natürlich noch der Name. Also cell.textlabel.text ist auch aus unserem Dictionary und das war der Track. Name. So nennt sich also der Titel der App. Dann haben wir den Detail-Text, Cell.DetailTextLabel.Text und da können wir jetzt die Informationen uns zusammenstellen, die wir hier oben haben mit Preis und Version. Dazu machen wir uns ein NS-String, String with Format dann schreiben wir rein Version, Doppelpunkt, Prozent, Add. Und Preis, Doppelpunkt, Prozent, Add und dafür setzen wir ein die Version und den Preis. Haben wir das. Jetzt brauchen wir noch unser App-Icon. Das wird hier noch angemalt. Das muss man also noch machen. Also machen wir Cell. ImageView.Image ist gleich das App-Icon.
Und das wir noch ein bisschen verschönern, können wir also sagen cell.imageView.layer.cornerRadius ist 10. Das machen wir jetzt also dadurch, dass wir hier das Quartz-Framework hier uns eingebaut haben, können wir also hier mit diesem Layer und dem Corner-Radius arbeiten und das Ganze ein bisschen verschönern. Cell.imageView und Clips to Bounce, damit uns diese abgerundeten Ecken auch angezeigt werden, ist Yes. Also das Bild, dieses App-Icon wird dann abgeschnitten, sodass es praktisch dann diese runden Ecken bekommt. Haben wir jetzt dann auch gemacht. Wunderbar. Sollte jetzt schon funktionieren, aber wenn wir da jetzt dann draufklicken auf die jeweilige Zeile, dann wollen wir natürlich auch, dass das iTunes aufgeht und im iTunes wir dann direkt zu dieser App hinwechseln können. Und das machen wir also in der DidSelectRobotIndexPath. Damit haben wir also festgelegt den IndexPath. Wir wissen also, an welcher Stelle wir uns befinden. Und dann können wir uns einfach wieder so ein NSDictionary, ja, das erstellen wir uns nicht, das kopieren wir uns hier oben raus. Das ist ja im Prinzip genau das gleiche hier. Da haben wir also genau wieder aus unserem Array Object at Index, Index Path Row, da wo wir geklickt haben, dieses Objekt wollen wir aus dem Array rausziehen. Das ist ein Dictionary, schreiben wir hier rein. Und da haben wir eine NS String, nämlich die App URL, da wo wir hinwollen. Und das ist aus unserem Dictionary das Object for Key Track View URL hat die geheißen. Und jetzt wollen wir da einfach hinwechseln und das machen wir über die UI Application, Shared Application. Gibt ja nur eine Application. Open URL und da müssen wir eine NS URL unterstellen und zwar eine URL with String und das ist die App URL. Und das sollte es gewesen sein. Also, schauen wir es uns nochmal an. Quarzcore ist klar für unsere runden Ecken im Bild. Wir haben eine URL, diese führt uns also zu dieser JSON-Geschichte. Wir bekommen also, wenn wir diese URL aufrufen, die JSON-Information zurück. Das ist ein Dictionary und aus diesem Dictionary holen wir uns also dann die einzelnen Werte raus. Unter dem Key Results liegt ein Array und in diesem Array sind wiederum Dictionaries drin und zwar der einzelnen Apps. Hier haben wir uns eine Background Queue erstellt, die brauchen wir dann, weil wir die hier im Hintergrund laufen lassen möchten. Dispatch Async lassen wir dann diese Queue im Hintergrund laufen und die soll uns dann diese JSON-Informationen holen und in eine NSData reinschreiben und im MainThread rufen wir dann unsere Methode FetchData auf, übergeben ihr diese Daten, die wir uns geholt haben, diese JSON-Daten, die haben wir also dann hier vorliegen, also dieses NSData ist dann JSON und dieses JSON müssen wir natürlich jetzt für uns umwandeln in ein Dictionary, also sagen wir hier NSJSON Serialization, JSON Object with Data und das ist jetzt die Daten, die wir hier oben übergeben haben. Keine Optionen, wenn ein Fehler auftritt, wird das hier reingeschrieben, können wir auswerten, mache ich jetzt hier nicht. Gehen wir davon aus, es funktioniert, könnt ihr hier auch nil reinschreiben und das hier weglassen. JSON Results, das ist jetzt unser Array und das Object for Key Results aus diesem JSON Dictionary ist jetzt unser Array. Eine Section haben wir, zählen, wie viele Objekte haben wir denn da drin in diesem Array. Und dann sagen wir, die Höhe der Zeile im TableView wird 70 sein. Ganz einfach deswegen, weil die Artwork-URL hier bekommen wir ein Bild zurück, das 60 auf 60 ist. Also machen wir einfach die Zeilenhöhe auf 70. Dann holen wir uns für die jeweilige Zeile aus diesem Array das Object at Index, Index Path Row. Das ist ein Dictionary. In diesem Dictionary holen wir uns Version, Preis, Artwork-URL, Trackname. Und bauen das dann ganz einfach nur in unsere Zelle hier mit ein. Also wir holen uns hier nur die Informationen aus diesem Dictionary, die wir brauchen und bauen die hier bei der Zelle ein. Wenn man dann draufklickt, dann holen wir uns aus diesem Array, aus diesem Dictionary oder
aus das jeweilige aktuelle Dictionary aus der angezeigten Zeile. Da holen wir uns die TrackView-URL, um dann ganz einfach hinzuwechseln. Und wenn wir diese URL öffnen am Gerät, dann öffnet sich das iTunes und wir wechseln direkt auf die Seite der App. Also, das schauen wir uns mal an. Starten wir das mal. Build succeeded, das ist schon mal was. Und schon haben wir hier die Informationen. Das sind jetzt die vier Apps, die ich jetzt im App Store habe. Und wenn wir jetzt dann hier anschauen, haben wir also den Namen, Version, Preis, hier kostenlos und ansonsten die anderen Preise. Und wenn wir jetzt da draufklickt, dann wird es hier nicht funktionieren, bekommen wir die Meldung, Seite kann nicht geöffnet werden. Hier haben wir ja dieses iTunes nicht drauf im Simulator, aber auf dem Gerät wird es funktionieren, könnt ihr ausprobieren. Da wird also dann die jeweilige App dann auch geöffnet. Das war's. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen, könnt das also wirklich eins zu eins so in euren Apps dann auch übernehmen und dann könnt ihr nämlich dann sagen, hier, ich habe mehr Apps im App Store, wenn ihr die noch mit anschauen wollt, da könnt ihr also diesen Table View Controller, so wie er ist, einfach damit einbauen. Ihr müsst nur die URL hier oben abändern und hier nach eurem Namen suchen. Und das war's dann schon. Ja, ich hoffe, ihr seid im nächsten Video dann wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis bald.